Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hawks 1. Im letzten Part haben wir ein bisschen unser Raketenabwehrsystem zurückerobert, das von Artemis eingenommen wurde. Es war mal wieder ein bisschen schwierig für uns, vor allem da wir erst eine falsche Taktik hatten und uns aufgeteilt haben. Aber wir haben es letzten Endes doch recht gut überstanden und jetzt müssen wir in Florida etwas machen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, man hört ihn jetzt gerade auch. Der liebe Danny ist da. Hallo. Hallo. Ja, und dann würde ich mal sagen, ab geht's. Operation Wild Horse, Cape Canaveral, Florida, USA. Der Verlauf des Krieges wendet sich langsam zu unserem Vorteil. Aus Übersee ist Verstärkung eingetroffen. Aber bevor der Gegenangriff ausgeführt werden kann, müssen wir die Satelliten ersetzen, die Artemis zerstörte, um den Slams wieder zu aktivieren. So, 17% Jagdflieger, 20% Bomber, Bodentruppen 43% und Marineeinheiten 20%. Gut, schauen wir mal, was die uns vorgeben an Waffen. Video. Willkommen zurück, Captain. Ihre harte Arbeit über den Appalachen zahlt sich bereits aus. Die Ghost-Teams berichten, dass der Knotenpunkt voll einsatzbereit ist und wir die Radarzentren wieder unter unserer Kontrolle haben. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Satelliten in den Orbit bringen, um das Lasernetzwerk wiederherzustellen. Wir haben einen Notfall-Shuttle-Start in Cape Canaveral vorbereitet, um die Laserplattformen zu ersetzen. Aber Artemis wird sicher alles versuchen, um uns aufzuhalten. Wir brauchen Sie und Ihren Schwarm auf Abruf über der Anlage, damit der Feind den Start nicht stören kann. Artemis wird alles aufbieten, was Sie haben, um den Shuttle-Start zu verhindern. Erwarten Sie feindliche Jäger und Bomber und möglicherweise sogar Bodentruppen. Wir haben nur einen Versuch, Captain. Es ist unerlässlich, dass dieser Start läuft wie geplant. Beschützen Sie die Startanlagen um jeden Preis. Viel Glück, Crenshaw. Wir brauchen kein Glück. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Das hört sich auf jeden Fall schon mal wieder recht an, als wenn wir verkacken werden. Aber einen schönen Flieger haben wir. Der ist echt gut. Hat sogar, na, Geschwindigkeit geht so. Und Handling auch ganz mittelmäßig. Die Aber gut Rafale. gegen. Es erinnert so ein bisschen an Eurofighter, so von der Form her. Ja. So Ein minimal. bisschen abgerundet. Naja, so minimal. So, Gut. Langstecken abfangen 1. Joint Strike, radargelenkte Raketen, Täuschkörper. Nimm wahr. Wir sind ein paar Raketen. Denn wenn wir das Slam-System wieder aktivieren können, dann können wir die gestohlenen Raketen einfach abschießen. Sie müssen das Shuttle um jeden Preis beschützen, Captain. Es ist nicht kampftauglich und mit hochexplosivem Treibstoff betankt. Ein paar gute Treffer würden es in einen Feuerball verwandeln. Artemis darf nicht heran, auch nicht nach dem Start. Verstanden? Verstanden, Sir. Wir lassen niemanden vorbei. Dann viel Glück, Gentlemen. Das Leben von Millionen Amerikanern liegt in Ihrer Hand. Schwarm, hier Citadel. Achtung, ein großer Banditenverband nähert sich. Peilung 090. Sieht nach schweren Transportern samt Jägereskorte aus. Sie haben Angriffsfreigabe. Die Transporter setzen Panzer ab. Empfehle, Sie konzentrieren sich auf die Transportflieger und schießen sie ab, bevor Sie Ihre Ladung absetzen können. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Verstanden, Citadel. Hawks greift an. Acht, hier Citadel. Haben ein echtes Problem. Transporter haben eine große Panzerstreitmacht abgesetzt.
Sie müssen sie erledigen, bevor die Startanlage überwältigt wird. Die Anzahl der Angreifer ist kritisch. Wir werden bald überrannt. Captain, Rakete hinter dir. Mein Gott, labern die viel, ey. Ja, das ist schon wieder ein bisschen krass. Sie haben Angriffsfreigabe. Achtung, Schwarmführer, er kommt in Schussweite. Welcher Frachter wird mir angezeigt? Der ist doch eigentlich recht weit weg. Ich glaube, wir sollten mal wieder zur Dingens gehen. Ja, da ist Alter. Irgendwo... Wo lang muss ich denn hier lang? Okay. Dass wir mal wieder nicht so weit weggehen, weil das sieht nämlich jetzt schon wieder ein bisschen krass aus. Ja, ich versuche es auf jeden Fall mal, dass ich nicht allzu weit wegfliege. Aber ich kümmere mich gerade noch da hinten um den einen Frachter da. Beziehungsweise. Ah, komm her. Komm her, du Frachter, wo bist du? Ziel aufgeschaltet. Na komm, und? Stabile Erfassung. Verfehlt. Rakete von. Mission Control, wie ist Ihr Status? Wir tanken den Primärtank voll und gehen mit dem Bordcomputer die Pre-Flight-Checkliste durch, Sir. Wir können den Countdown in wenigen Minuten beginnen. Was ich noch sagen wollte, das ist irgendwie ein sehr interessantes Modell für einen Shuttle. Lassen Sie keine Feinde in Schussweite zum Shuttle kommen. Das ist Mission. Ich habe hier ein paar Leute bei mir. Kannst du mal helfen, weil ich krieg die nicht rein. Wenn ich im Kreis krieg, dann krieg ich die nicht irgendwie rein. Ich versuch's. Feindpanzer sind in Schussweite zur Abschussrampe. Captain, Erfassung. Ausschwärmen und ausweichen. Der Feind hat gerade die Rampe getroffen. Ja, ist ja schon gut. Fox 2. Die Plattform hat noch einen Treffer eingesteckt. Wir haben große Schwierigkeiten. Scheiß Gebäude da immer, ey. Ja, ist ja schon gut. Ich habe ja schon meine Radargelenken drauf. Nicht mehr. Die Abschussrampe wurde erneut getroffen. Stoppen Sie die Kerle. Nerv nicht. Waffe abgeschossen. Fox 3. Ziel aufgeschaltet. Und trifft, 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 trifft. Yes! So, jetzt hätten den Frachter. Nein! Oh, mal dieser Boden. Mag dich nicht, Boden. Oh, nicht schon wieder. Wenn sie die Zahl der Gegner niedrig halten. Ja, kümmere du dich um die hinten über auf hoher See. Ich kümmere mich um die hier mehr so über Land. Okay. Viel Glück. Feuer frei. Fox bereit. Guter Schuss. So, dieser Frachter lässt schon wieder was ab. Entschuldigung, dass wir jetzt momentan auch wieder etwas ruhiger sind, aber wir konzentrieren uns. Ja, das ist schon... So, wieder das Radar, damit kriege ich die weg.
Vorteil an der Radargelenkten ist, die hat eine Reichweite von 12 Kilometer. Hm. Ist eine andere da? Krieg irgendwie die Kleinen hier nicht mehr rein. Krieg nur die fetten Frachter rein. Also solange die nur mir folgen, geht das ja noch in Ordnung. Ah, die fliegen natürlich in dem geilen Eurofighter. Nee, da wechsle ich wieder zu einem Joint Strike. Ja, da kann sie ja da eigentlich vergessen, hier im Nahkampf. Eben. Aber man muss sie ja in dem Kreis halten, das ist ein bisschen doof. Ja. Okay, gut, das ist ja schön. Guter Abwurf, Schwarmführer. Gute Abschlussführung. Meiner. Die verfehlt, verdammt. Haha. Sind bereit für den Start. Starten den Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Countdown stoppen! Countdown stoppen! Wir haben die Shuttle-Telemetrie verloren! Countdown zurücksetzen! Stand by! Mission Control, was ist da nur los? Wir müssen den Vogel starten! Alle Daten hier Citadel. Sehe großes Flugzeug auf dem Schirm. Große Distanz. Könnte zur elektronischen Kriegsführung eingesetzt werden. Sieht unseren AWACS sehr ähnlich. Dieses Flugzeug wird von Artemis-Jägern eskortiert. Der Flieger muss sofort erledigt werden! Wir müssen das Shuttle in die Luft bekommen! Wir sind dran, Sir. Stand by! Mission Control, wir haben nur 5 Minuten, bevor wir das Startfenster verlieren. Gut, mein Hut ist zwar gestört, aber scheinbar kann ich die Banditen erfassen. Dasselbe bei mir. Und der Begrenzer funktioniert anscheinend auch. Könnte schlimmer sein. Verstanden, holen wir uns ein paar Abschüsse. Ja, ist jetzt die Frage, welches von diesen blöden flackernden Dingern ist des AVAX? Werde von Feindradar erfasst. Verstanden, Casper. Habe Sichtkontakt zur Feindeskorte. Legen wir los. Wollen die muss auch erstmal reinkriegen. Fox 2, verfolge. Banditen abgeschossen. So, jetzt komm mal her. Fox 2 bestätigt. Das, obwohl das eigentlich hier gestört ist, man kann die trotzdem mit Raketen abschießen. Ziel in Schussweite. Ja, das verwirrt einen irgendwie voll, dass das Ganze drum flackert. Hm? Ah, das ERS geht aber nicht. Ja. Ist auch ein kleiner Nachteil, aber... Naja. Oh, nur ja, Ziel getroffen? Ernsthaft? Irgendwas muss kaputt gehen. Ziel in Schussweite. Fox 2, Fox 2. Ah. Zack. Hauptsache die Erfahrung, die da steht, die sieht normal aus. Ist natürlich mal wieder ganz logisch. Hm. Wo ist dieses scheiß AVAX, ey? Keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die ganzen Banditen platt machen, bevor das AVAX überhaupt erscheint. Oh. Scheiße, bleib am Leben. 3 Minuten bis Startfenster abläuft. Bleib bloß am Leben, du. Ja. Dankeschön. Das war fast zu knapp. Ah. Rakete im Anflug, weg! Was da? Alter, wo ist das Ding, ey? Das geht einem aufs Sack gerade. AVAX, ey. Von Fox 2 bestätigt. Viel Glück. Feuer frei. Liefer Fox 2, Fox 2. Vor allem die Banditen, die machen das Ganze ja nicht einfacher. Hm. So, jetzt komm mal her. Bestätigt.
Immer verfehlt, ey, das ist doch mies. Nur noch 2 Minuten, bis wir das Startfenster verlieren. Beeilung! Ja, ja, wo ist denn das Vieh jetzt? Ich hab's! Es ist ziemlich weit oben. Flieg mal Richtung Mitte von dem Teil. Ah, das also ist da oben, das da ist. Ja. Das, was da an der Küste lang fliegt, über dem Meer, das ist es. Das sind ja zwei, ganz da oben da. Schussweite. Waffenstart bestätigt. Yes! Ah. Danke! Boah! Herrgott nochmal! So, jetzt sind nur noch. Meine Männer berichten, dass die Störung beseitigt wurde. Wie ist Ihr Status? Es sind nur noch die Banditen im Weg. Oh, ich habe alle Zeit der Welt. Sehr lustig, Sir. Naja, eine Zeit der Welt? Das hört sich anders an. Stabile Erfassung. Hab ihn, der ist erledigt. Ziel erfasst. Bandit 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1. Maschinenstart. Wir haben Zündung. Liftoff. Shuttle ist unterwegs. Wow, schau nur, wie es fliegt. Außerordentlich, Hawks. Einen Moment dachte ich, wir würden es nicht schaffen, aber Sie haben es mir gezeigt. Ich gratuliere. Achtung, hier ist Citadel. Empfange Cruise Missiles in großer Entfernung. Die Vektoren ändern sich. Och, nee. Nee. Deren Ernst? Sie müssen diese Raketen schleunigst erledigen. Eine einzige könnte das Shuttle vernichten. Der gesamte Kriegsverlauf hängt an diesem Start, Crenshaw. Geben Sie alles. Keine Sorge, Sir. Okay. Ja, ich nehme die hier über Land. Nimm du die über Ozean. Guter Abschuss. Verfolgung aktiv. Naja, wir haben hier die Radargelenken. Ja, da geht das recht einfach mit. Eine neue Salve von Cruise Missiles folgt dem Shuttle. Jo. Meine Keime. Willst du den rechts nehmen, dann nehme ich den links. Waffe aufgeschaltet. Wie meinst du jetzt? Ja, egal. Ich habe den ja schon in Reichweite. Dass du den genommen hättest, der näher dran wäre. Für dich. Na, ja, ist jetzt egal, ist egal. Boah, wie schön das Ding startet, ey. Alle Cruise Missiles zerstört. Wiederhole. Fliegen wir mal ein bisschen hinterher, ne? Das war was für die Rekordbücher. Ja, also wir gehen jetzt mit. Wir können das Ding sogar einholen. Der Abstand verringert sich. Wir können den Svens Raketenschutzschild reaktivieren. Gute Arbeit, Hawks. Kommen Sie zurück zur Basis und erwarten Sie weitere Befehle. General Keating hat soeben gemeldet, dass es eine neue Entwicklung bei der Suche nach den Atomwaffen gibt. Neue Entwicklung? Was soll das denn bedeuten? Ja, das sind sie. Ab 16.000. 16.000 geht's abwärts. Ja, jetzt. Sturzflug. Ja, Mission erfolgreich. So. Ah, wieder ein bisschen Erfahrung gekriegt. Leider kein Level up. Was bist du jetzt für ein Level? 15, 16 oder so, meine ich, war das. Ja, ich bin 17. Chief Master Sergeant. Chief Master Sergeant of the Air Force. Ja, das ist doch mal was. Ja, to the max. Die nächste Mission, Operation Javelin, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und kommentiert schön fleißig und wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Signing off. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.